Du hast Probleme mit deiner schwachen Seite oder weißt gar nicht genau, wie du richtig zum Ball gehen, dich abdrücken oder abrollen sollst? Mit diesen Übungen lernst du eine schmerzfreie Technik. Starte auf den Knien und rolle dich ganz locker zu einem geworfenen Ball von den Knien über die Hüfte ab. Schau immer, dass du ein bisschen nach vorne kippst. Weiter geht's im Stehen. Da werden die Bälle nur noch knapp neben dich geworfen und du kippst immer noch nur ab, ohne Abdruck. Dieser kommt jetzt. Stelle deinen Abdruck bei einem 45-Grad-Winkel nach außen, drücke dich nach vorne ab, lande wieder weich, zuerst auf den Knien und dann mit einer Rolle über die Hüfte. Jetzt geht es in den vollen Abdruck und du kannst mit den Armen Schwung holen und geh immer mit zwei Händen nach vorne zum Ball. Achte auch darauf, dass du nicht auf dem Bauch landest, sondern seitlich. Abschließend kannst du eine spielnahe Übung machen, indem du aus dem Rückwärtslaufen in den Abdruck gehst. Falls du mehr solcher Übungen sehen willst, drücke einfach auf Gefällt mir und sei sicher, dass du mir folgst.